Herzlich willkommen bei der Mitteldeutschen Zeitung. Willkommen bei den Live-Interviews mit den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2021. Wir haben heute die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen zu Gast, Cornelia Lüdemann. Guten Tag, Frau Lüdemann. Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier im Medienhaus in Halle. Wir wollen heute die Möglichkeit nutzen und Fragen beantworten, Fragen von Ihnen. Dinge, die Sie wissen wollen von der Spitzenkandidatin Frau Lüdemann. Sie können uns die Fragen direkt zukommen lassen. Sie können in die Kommentarfunktion direkt eine Frage stellen. Und ich würde die dann hier stellen, sodass wir dann also in den nächsten 30 bis 40 Minuten möglichst viele Fragen beantworten können. Dinge, die Sie interessieren zur Landtagswahl. Mein Name ist Hagen Eichler. Ich bin Landtagskorrespondent im Büro in Magdeburg, der MZ. Und freue mich, dass das heute klappt. Ich habe mich auch sehr auf den Termin gefreut. Man hat wenig Gelegenheiten, jetzt tatsächlich mit Menschen, mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Also danke für die Gelegenheit. Ja, und die ersten Fragen sind schon eingegangen und sie drehen sich größtenteils um das Thema Ökologie. Das ist das Thema, das mit Ihnen verbunden wird. Und ich möchte mit der ersten Frage anfangen. Gestellt hat sie Gerd Kiermeier, per E-Mail ist sie eingegangen. Herr Kiermeier schreibt, ich wohne in Röblingen am See, direkt am Flusslauf der Weida. Ungefähr 3 Kilometer flussaufwärts hat einer der größten Kahlschläge am Fluss stattgefunden. Hunderte riesige Bäume wurden gefällt. Das Flussbett wird kanalisiert und Überschwemmungsgebiete, also wirkliche Feuchtgebiete, werden trockengelegt. Die Böschung im 45-Grad-Winkel, schreibt Herr Kiermeier. Und das ist eine Katastrophe für die Natur natürlich, auch für den Tourismus, sagt er. Und er möchte gern wissen, warum so ein Projekt, wo Forellen und Eisvögel zu Hause waren, gebaut wird, von der EU gefördert, angeblich, wie er sagt, von dem Hochwasserschutz. Okay. Kennen Sie das Projekt? Können Sie dazu was sagen? Vielleicht darf ich eine Frage oder einen Satz zur Erklärung vorweg geben. Ich bin ja Fraktionsvorsitzende der Grünen, insofern für alle Themen zuständig, aber tatsächlich nicht Fachpolitikerin in allen Bereichen. Ich muss gestehen, dass ich dieses konkrete Projekt nicht kenne, aber tatsächlich weiß ich, dass Hochwasserschutz immer ein Interessenausgleich ist zwischen den Bedürfnissen, die Menschen haben, weil sie vielleicht in der Nähe des Flusses wohnen, zwischen den Bedürfnissen von besonderen Arten, die dort möglicherweise leben, mit Landwirten, die dort ihre Felder betreiben. Insofern ist es schon denkbar, dass es auch dort vor Ort solche Nutzungskonflikte gibt. Man möge mir nachsehen, wenn ich jetzt zum konkreten Fall nicht viel sagen kann. Ich will aber gerne anbieten, das ist ja zu googeln, wie ich erreichbar bin, wie mein Büro erreichbar ist und mich dann auch im konkreten Fall nochmal kundig zu machen, ehe ich jetzt an der Stelle etwas Falsches sage. Ich muss dazu sagen, Ihre Fraktion ist eine kleine Fraktion. Sie haben 5 Landtagsabgeordnete im Landtag. Inklusive meiner Person. Sie eingeschlossen. Sie müssen alle Themen beackern, für die großen Fraktionen natürlich mehr Personal haben. Also die Frage ist letztlich offen geblieben, aber das Angebot steht, dann nochmal nachzufragen, woran es liegt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ebenfalls Thema Ökologie. Geschrieben hat uns Petra Strahler. Sie verweist darauf, dass die Grünen den fast fertigen Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verhindern will, also dagegen ist. Und Ihre Frage ist, wie steht Ihre Partei zu der weiteren Zerstörung des Ökosystems im Pazifischen und Indischen Ozean unter Beteiligung der Bundesrepublik, um an die wertvollen Manganknollen zu gelangen, die nötig sind für den Bau von Batterien. Auch nach Kinderarbeit beim Abbau von Kobalt und Lithium, fragt sie, in afrikanischen Ländern, warum wird das nicht beachtet? Das ist Ihre Frage. Ich will mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Also es scheint ja hier der Userin darum zu gehen, wie werden die Dinge, die wir hier in Europa konsumieren und die wir für unser gutes Leben nutzen, wie werden die hergestellt, wie werden die Bestandteile gewonnen, wie werden sie geschürft etc.
Und da haben wir eine klare Haltung. Ich will hier das Stichwort Lieferkettengesetz einführen. Da haben wir auf europäischer Ebene, und ich meine, das ist auch tatsächlich das Richtige, um unsere Wirtschaft konkurrenzfähig zu halten, dass wir das auf europäischer Ebene lösen, sehr dafür gekämpft, dass nämlich nachgewiesen werden muss, unter welchen Bedingungen, und da sind tatsächlich Arbeitsschutzstandards zu nennen, da sind aber auch soziale Standards zu nennen, ökologische Standards, unter welchen Bedingungen hat ein Produkt vom Beginn, zum Beispiel vom Schürfen von seltenen Erden etc., über den Transport bis hin zur Fertigstellung des Produktes dann hier vor Ort, welche Bedingungen hat das Produkt dort zu erfüllen. Das muss nachgewiesen werden nach dem Lieferkettengesetz. Wir wollen das auch mit einer Agentur begleiten, die gerade mittelständischen Unternehmen zur Seite steht, damit sie das hier auch tatsächlich vollziehen können. Ich will es, wenn ich darf, an einem ganz konkreten Beispiel nochmal nahelegen oder darlegen, damit man auch sieht, dass es auch was mit Landespolitik zu tun hat, auch wenn es weit weg scheint. Wir haben uns ja als Grüne jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode leider an der Stelle nicht erfolgreich darum bemüht, das Bestattungsgesetz zu reformieren. Und da kommt das Lieferkettengesetz bei den Grabsteinen ins Spiel. Und es ist wirklich erschreckend, da kann ich der Userin nur recht geben, wenn man sich damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen in Teilen Grabsteine bzw. die Steine, die dann hier für die Herstellung verwendet werden, in Indien von Kindern in Kinderarbeit in Steinbrüchen abgebrochen werden. Und da gibt es in NRW, die haben sich dazu bekannt, das definitiv nicht mehr zu wollen, eine Zertifizierungsstelle, die für Steinmetze, denn dem einzelnen Handwerksmeister kann man das, glaube ich, schwer überhelfen, jetzt diese Lieferkette zu überprüfen. Der kann sich aber an diese Zertifizierungsstelle wenden und die übernimmt diese Überprüfung der Lieferkette für ihn. Und das hätte ich auch sehr, sehr gerne hier für Sachsen-Anhalt. Das wäre jetzt im Fall von Stein, aber die Manganknollen, das glauben Sie, kann mit so einem Lieferkettengesetz auch behoben werden, ja? Der schädliche Abbau. Das trifft für alle Dinge zu dann. Was kann die Landesregierung dafür tun, damit so ein Gesetz kommt? Tatsächlich ist es, ich weiß, dass es manchmal nicht so attraktiv ist, wenn ich das sage, aber das ist auch ehrlich, kann die Landesregierung nicht ganz so viel tun, sondern das ist etwas, was auf bundesrepublikanischer Ebene, da ist es ja auch gerade in Diskussion, das Lieferkettengesetz, oder auf europäischer Ebene zu lösen ist, weil es natürlich ein zusätzlicher Aufwand ist, der damit dann zu leisten ist. Und ich möchte schon, dass diejenigen, die das bei uns leisten müssen, konkurrenzfähig sind in Europa. Und deswegen wäre aus meiner Sicht tatsächlich anzustreben, das auf europäischer Ebene einzuführen. Vielen Dank für die Antwort. Ja, Cornelia Lüdemann ist hier zu Gast heute beim Live-Interview der Mitteldeutschen Zeitung. Wir stellen die Fragen, die Sie an die Kandidatin haben. Sie können gern direkt in die Kommentarfunktion eine Frage stellen. Ich würde die dann hier vortragen. Wir haben noch einiges an Zeit, wir haben gerade erst gestartet, also gibt es auch eine gute Chance, eine Antwort zu bekommen. Einer, der uns vorab schon geschrieben hat, ist Jörg Bernstein. Er hat ebenfalls eine Frage zu dem Verhältnis von Ökonomie und Ökologie, auch aus der Region. Er fragt nach einer geplanten Lithium-Raffinerie in Jüdenberg. Das ist ein Projekt, über das die Kollegen aus der Lokalredaktion berichtet haben. Mhm. Da geht es darum, dass Lithium aus Nordamerika her transportiert werden soll, aus Kanada, um dann hier den Rohstoff zu gewinnen, der dann letztlich für Batterien notwendig ist. Mhm. Und er fragt, welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um diese geplante Lithium-Raffinerie in Jüdenberg zu verhindern? Das Argument, 90% Abfall werden über den Ozean und über Landstraßen zu transportiert, das kann doch nicht Ziel grüner Umweltpolitik sein, schreibt Herr Bernstein. Was ist Ihre Position? Da hat Herr Bernstein ja die Antwort schon vorweggenommen, indem er fragt, wie ich das verhindern will. Ja. Das mag daraus resultieren, dass ich vor Ort mich tatsächlich gegen die dort geplante Deponie die dort beantragt ist, die jetzt gerade im Genehmigungsverfahren ist, positioniert habe. Habe dort auch viele Gespräche geführt mit dem Bürgermeister, mit der Bürgerinitiative etc. Habe mich auch dafür eingesetzt, dass umliegende Stadträte bis hin zu Dessau
sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Ich weiß, dass Herr Bernstein auch im Dessauer Stadtrat, also ich vermute, dass es eine Namensgleichheit ist, engagiert ist. Insofern wird er dort sicherlich auch für diese Petition gestimmt haben, weil wir haben dort eine ganz diffizile Situation. Dort ist Viropolis direkt daneben. Das ist sicherlich einigen bekannt. Vor Corona war das zumindest sehr im Aufwind. Als erstes touristisches Ziel, dort ist ein Caravan-Stellplatz, wirklich von Größenordnung. Da finden großartige, wie ich finde, Festivals statt. Das ist ein Naherholungsgebiet. Da haben wir ja auch viel dafür getan. Das ist also quasi Renaturierung, Transformation von Bergbau, Folgelandschaften etc. Es ist das Trinkwassereinzugsgebiet, der Fleming wird dort gestreift, für die umliegenden Ortschaften. Und das ist eine schwierige Situation. Und ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die glauben, dass dort eine Deponie dieser Größenordnung nicht sinnvoll ist. Und dass wir mit Abfallvermeidungsstrategien und mehr Recycling von Bauschutt auch solche Kapazitäten an Abraumhalden nicht nötig haben. Und das ist ja ein wesentlicher, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Die Deponie wäre Voraussetzung für dieses Geschäftsmodell. Das ist der wesentliche Grund, weil tatsächlich, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es 90-10 ist, aber es ist wirklich ein immenses Missverhältnis zwischen dem, was aus den Steinen dort gewonnen werden soll und was dann tatsächlich Abfall ist. Und die Nähe zu dieser geplanten Deponie ist ja dann aus Sicht dieser Firma, die das jetzt dort mutmaßlich, wie man lesen konnte, anstrebt, der Standortvorteil. Wenn die Deponie nicht genehmigt werden würde, wenn sie nicht mehr dort oder realisiert wird, würde das ja auch wegfallen und dann würde diese Fabrik dort nicht mehr hinkommen. Ganz davon abgesehen, dass es auch nicht das Sinnvolle ist, die Dinger hierher zu verschiffen und das, also die Gesteinsbrocken und das hier zu tun, sondern solange Lithium noch benötigt wird für Batterieherstellung, sollte man doch gucken, wie man das auch vor Ort dort tatsächlich tun kann. Also das bedeutet im konkreten Fall jetzt, wir brauchen zwar für die Energiewende, die Sie ja unterstützen, Batterien, ja. Aber an dieser Stelle ist es nicht der richtige Punkt, um nach den konkreten geografischen Gegebenheiten dort nicht. Ja, wir haben Fragen, die jetzt per Facebook eintrudeln, immer mehr. Ich möchte anfangen mit Sabina Ciccione. Das ist, glaube ich, der richtige Name von Madonna, wenn ich richtig liege. Sie fragt, hallo, beim Thema Chancengleichheit für Kinder hinkt Deutschland im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Wie wollen Sie dieses Thema, vor allem auch die Kinderarmut, angehen? Das ist tatsächlich was mir auf der Seele brennt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Deutschland ist die viertreichste Industrienation der Welt. Und wenn ich in Sachsen-Anhalt, wo ich mich auskenne, konstatieren muss, dass jedes vierte Kind hier von Armut betroffen ist, ne? Also da ist ja der Hartz-IV-Bezug immer ein bedauerlicher Indikator, dann sage ich, das geht definitiv nicht. Wir müssen dort ansetzen, dass wir die Kinder eigenständig betrachten. Unsere erste Antwort ist, um Chancengleichheit herzustellen, dass wir Grüne seit langem für eine Kindergrundsicherung kämpfen, sodass jedes Kind, egal in welchem Haushalt es lebt, egal was seine Eltern tun oder wie viel sie möglicherweise geerbt haben, das gleiche Budget zur Verfügung hat. Das wollen wir daraus speisen, dass wir alles, was es an unterschiedlichsten Unterstützungsleistungen für Kinder gibt, bündeln in einer Kindergrundsicherung. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist Bildungsgerechtigkeit. Ich meine, dass in dem Schulsystem so gegliedert, wie es bei uns noch ist, und das ist was wir auch tatsächlich und sofort, wenn man so will, auf Landesebene ändern können, keine Chancengleichheit gibt. Ich wünsche mir sehr, dass wir eine Schule für alle haben, tatsächlich, also von der Klasse 1 bis zur Klasse 12. Und die Kinder lernen gemeinsam und so lange, wie sie es wollen, wie sie es für sinnvoll halten, bis sie ihren Abschluss haben, ob das nach der 8., 10., 12. Klasse ist, dann verlassen sie die Schule, gehen in andere Bildungseinrichtungen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses gemeinsame Lernen und perspektivisch dann auch für Kinder mit Handicaps, das ist nochmal eine Herausforderung, da muss man auch Schulgebäude nochmal anders gestalten, da muss man mehr Personal in die Schulen holen, was auch gelingen kann, wenn man nicht mehr zwei- oder dreigleisig fährt.
Ich glaube, dass das sehr dazu beitragen wird, dass wir tatsächlich mehr Gerechtigkeit für die Kinder in diesem Land bekommen. Also Ende des gegliederten Schulsystems, Definitiv. Gemeinschaftsschule für alle oder Definitiv. Gesamtschule, wie man es nennen mag. Ja, wieder zurück zum Thema Ökologie. Eine Frage, die sich an alle Kandidaten in dieser Woche richtet, die ich auch hier an dieser Stelle schon gestellt habe. Wie sieht es mit einem Nachtflugverbot für den Flughafen Halle-Leipzig aus? Wir haben uns in unserem Wahlprogramm nach Diskussion, das will ich hier offen sagen, also da gab es tatsächlich auch viele Fakten, die abgewogen wurden und die gegeneinander auch diskutiert wurden, in unserem Wahlprogramm dafür ausgesprochen, tatsächlich für ein Nachtflugverbot nicht sofort, das will ich auch sehr deutlich sagen, sondern mittelfristig einzusetzen. Warum? Mittelfristig heißt in den nächsten wie vielen Jahren? Ich sag mal so, im Moment, ich kann das ich will das auch jetzt gar nicht in Jahren darstellen, sondern wir müssen ja denjenigen, die im Moment Nachtflugkorridore nutzen, auch eine Alternative bieten. Insofern ist mittelfristig vielleicht im Rahmen der nächsten Legislatur, das sind 5 Jahre, das scheint mir ein Zeitraum zu sein, in dem man das regeln kann. Und ich fühle mich in dieser Position sehr gestützt, nicht nur in Anführungsstrichen durch die Bürgerinitiativen, die vor Ort sehr faktenbasiert und wie ich finde auch sehr gut strukturiert dafür kämpfen, dass sie tatsächlich eine ruhige Nacht haben und dass auch ihre Grundstücke und ihre Häuser nicht an Wert verlieren, sondern das ist vielleicht einigen bekannt, gerade letzte Woche haben die sächsischen Grünen ein Gutachten, ein Lärmschutzgutachten vorgestellt. Und das besagt ganz deutlich, dass das Planfeststellungsverfahren, was diese Nachtfluggenehmigung und auch den Ausbau der neuen Startbahn beinhaltet, mit Werten versehen ist, die 2004 galten. Aber direkt Ende 2004, nachdem dieses Planfeststellungsverfahren abgeschlossen war, sind neue Werte eingeführt worden, weil man natürlich auch neue Erkenntnisse hat, wie sowas wie Lärm auf Menschen wirkt. Und das zeigt eindeutig, dass es heute eine solche Genehmigung in den Zeiten zwischen 22 und 6 Uhr nicht mehr geben würde. Und das bestärkt mich darin, hier für dieses Moratorium, was ja die Bürgerinitiativen ins Spiel gebracht haben, zu kämpfen, um tatsächlich diese Werte zu überprüfen Ja. und dann für dieses Nachtflugverbot einzutreten. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir den Schritt konsequent gehen, Schienenwege auszubauen, Güter- und Personenverkehrskilometer auf der Schiene nach oben zu entwickeln, werden wir das darstellen können, dass wir diese Nachtflugzeiten am Standort Halle Leipzig nicht brauchen. Was heißt denn das für den Flughafen selbst, also für den Betrieb? Was, inwieweit wäre er dann beeinträchtigt? Könnte er dann überhaupt noch wirtschaftlich operieren? Ich gehe fest davon aus, also im Moment sind viele Güter, die dort umgeschlagen werden, die wir perspektivisch so vielleicht auch gar nicht brauchen, deren Wertschöpfungskette nicht in der Region stattfindet, sondern weil es transatlantische Güter sind, die nur von einem Flugzeug ins andere umgeschlagen werden. Das lässt sich anders darstellen, wenn die Güter am Tag hier in Deutschland ankommen und dann auf die Schiene verlagert werden, ist das aus meiner Sicht mit vernünftiger Organisation, mit Schienenausbau, und das ist ja das Ziel der Grünen, ist das darstellbar. Und wir müssten ja, das hat uns, finde ich, auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil nochmal sehr deutlich gesagt, alles, was wir tun, jetzt auch nochmal neu abprüfen. Wie und in welcher Weise wirkt es auf die nächsten Generationen? Und wir wissen alle mehr oder weniger, dass gerade Kerosin erstens nicht tatsächlich wirtschaftlich dargestellt ist, weil wir da keinerlei Besteuerung oder ähnliches haben wie bei anderen Verkehrsträgern und bei anderen Antriebssystemen, und dass wir eben die Schiene in den letzten Jahrzehnten komplett vernachlässigt haben. Eine Reaktion, die über Facebook reinkommt, keine direkte Frage, aber trotzdem was, was Sie vielleicht kommentieren können. Mike Rittig schreibt uns, wer seine Stimme für die Grünen abgibt, der wählt automatisch die Linke und die SPD mit. Okay. Was ist Ihre Position? Also ich sage immer, und das ist auch völlig klar, wer die Grünen wählt, der bekommt die Grünen und der bekommt starken Klimaschutz und möglichst in der Regierung. Sie werden von mir keine Aussage für eine Koalitionspräferenz, und das steckt ja in diesem Kommentar, bekommen, weil ich
Und das speist sich auch wirklich aus meiner Erfahrung, so aus der Zeit der friedlichen Revolution. Alle demokratischen Parteien müssen miteinander sprechfähig sein und alle demokratischen Parteien müssen miteinander koalitionsfähig sein. Aber wie sich das nach der Wahl, also am 7. Juni hier in Sachsen-Anhalt konstituiert, wer überhaupt dann in diese Lage kommt, miteinander sprechen zu dürfen, vielleicht manche auch sprechen zu müssen, das muss jeder für sich entscheiden. Das entscheidet ja die Wählerin oder der Wähler. Also ich sehe da überhaupt nicht diese Konstellation, die dort postuliert wurde, sondern tatsächlich, ich kämpfe für Grüne, weil nur die werden auch Klimaschutz in die Regierung tragen. Gut, aber es wäre jetzt tatsächlich die Möglichkeit, also wer Grün wählt, um das ein bisschen abzuwandeln, der kann vielleicht eine Kenia-Koalition bekommen, der kann vielleicht auch eine Ampel bekommen, der kann aber auch Rot-Rot-Grün bekommen. Das schließen Sie ja nicht aus, ne? Die Umfragen geben da eher eine bestimmte Richtung vor und schließen eine andere aus, aber das sind Umfragen. Tatsächlich werden wir das in 3 Wochen wissen. Gut, Gunther Walter, ich glaube, es ist ein Parteifreund von Ihnen. Also jedenfalls gibt Ja, es im Süden des Landes jemanden, der so heißt, ja? Burgenlandkreis, genau. Er fragt, wie und mit welchen Arbeitsplätzen soll der Strukturwandel im Burgenlandkreis gelingen? Also gerade im Süden merkt man ja, was für hohe Herausforderungen so ein Transformationsprozess mit sich bringt. Das sagt sich alles immer sehr einfach, Ausstieg aus der Kohle, wir brauchen neue Arbeitsplätze, aber das ist tatsächlich hoch anspruchsvoll. Die große Chance, die wir jetzt haben, ist, dass wir wirklich da durchaus auch farbübergreifend sehr klar und konzentriert aufgetreten sind und dass wir im Gegensatz zu anderen Bundesländern und anderen Branchen jetzt die Chance haben, 4,6 Milliarden in den nächsten 20 Jahren zu bekommen und diesen Transformationsprozess zu unterstützen. Meine erste Antwort für nachhaltige Arbeitsplätze in diesem Bereich ist Energieland. Sachsen-Anhalt war immer ein Energieland, ist ein Energieland und ich will, dass Sachsen-Anhalt auch weiterhin ein Energieland ist, aber eben dann ein Land der erneuerbaren Energien. Dort passiert im Süden des Landes ja auch jetzt schon der Transformationsprozess. Also dort, wo Braunkohle früher war, wachsen jetzt Windräder. Das ist so ein ganz plakatives Bild. Aber auch in dem Bereich, was man vielleicht nicht gleich mit Erneuerbaren verbindet, man denkt immer an Windkraft oder Photovoltaik, aber die ganzen Speichertechnologien, wo wir ja jetzt auch, das hat auch Frau Dalbert als Ministerin, als Energieministerin sehr unterstützt in die Forschung, grüner Wasserstoff als Stichwort, Speicherung, Batteriesysteme, Wasserstoffspeicherung etc. investieren. Das sind aus meiner Sicht alles Arbeitsplätze, die wirklich nachhaltig sind, wo wir jetzt auch die Chance haben, weltmarktführend zu werden. Wenn wir in das Chemiedreieck gucken, das sind energieintensive Unternehmen, die sich da jetzt schon sehr darauf einstellen. Ne? CO2-Preis ist da ein wichtiges Stichwort. Der wird steigen, egal welche Regierung kommt, weil das ja sozusagen auch nichts ist, was wir nur in Deutschland regeln, sondern das ist im internationalen Vergleich das CO2-Budget zur Hand haben. Und da werden wir Arbeitsplätze haben, die wirklich auf Dauer sind, die anspruchsvoll sind und die auch gut bezahlt sind. Aber Wann wir haben. kommen die? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Die sind zum Teil jetzt schon da, die sind im Entstehen. Also wir haben, ob das jetzt Tesworld in Wittenberg ist mit der Batterieindustrie, ob das die VNG ist mit den Speichern und den Kavernen, ob das die Windparkbetreiber sind, selbst die Braunkohleindustrie, die jetzt schon nicht nachwachsende Rohstoffe auch, aber an der Stelle in Wind- und Solarkraftwerke investiert. Also die suchen jetzt alle schon Arbeitskräfte. Und das ist im Aufwind. Das wissen wir. Wir sehen, wie mit klarer politischer Zielrichtung auch die Automobilindustrie gerade umsteuert. Und das ist eine ganz, ganz große Chance, finde ich, im Süden. Aber es ist ja auch nicht nur die Energieindustrie. Also es entstehen dort ja auch Arbeitsplätze, wenn wir jetzt die Infrastruktur, das ist ja ein weiterer wichtiger Bestandteil, dass wir dort S-Bahn-Linien ertüchtigen, dass wir die Fernverkehrsanbindungen durchziehen bis nach Berlin, dass wir auch das Leben und das Arbeiten in modernen Berufen, ob das jetzt Coworking Spaces oder ähnliches sind, also Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo sie ortsunabhängiger sind,
aber es zu schätzen wissen, dass man in Sachsen-Anhalt, und das sind tatsächlich immer mehr Menschen, die das sehen, gut leben kann, dass man hier auch gut eine Familie, deswegen ist mir auch Bildungspolitik so wichtig, damit das an der Stelle so bleibt, eine Familie gründen kann. Und aus diesen ganzen Bausteinen bin ich fest davon überzeugt, dass wir den Menschen, die jetzt noch in der Braunkohleindustrie arbeiten, eine klare Perspektive hier in Sachsen-Anhalt geben können. Die Arbeitsplätze werden anders aussehen, als vielleicht der Vater oder der Großvater hatte. Die werden zum Teil in ganz anderen Bereichen sein, aber sie werden am Markt bestehen können. Ja, hier bei uns zu Gast ist Cornelia Lüdemann, die Spitzenkandidatin der Grünen zur Landtagswahl. Frau Lüdemann, achso, es gibt nach wie vor die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also wer eine Frage loswerden möchte an Frau Lüdemann, einfach in die Kommentarfunktion. Ich würde die dann hier weiterleiten. Zu denen, die geschrieben haben, gehört eine Nutzerin mit dem Kürzel Hesee. Sie möchte gern von Ihnen wissen, wie stehen Sie zur Privatisierung von Krankenhäusern? Ich glaube, das war ein Fehler. Ich sage immer ganz deutlich, und das habe ich im Landtag mehrfach aus Notwendigkeit heraus, weil wir ja mit einem bestimmten Betreiber ja auch große Probleme hatten und haben in Sachsen-Anhalt gesagt, Daseinsvorsorge ist eines der wichtigsten Dienstleistungen, die ein demokratischer Staat für seine Bürgerinnen und Bürger leisten kann. Und dazu zählt natürlich die Gesundheitsversorgung. Und das zu einer Ware zu machen und über die DRGs, also die Fallpauschalen, dass es nicht mehr darum geht, wie lange ist die Pflege und Behandlung eines Patienten nötig, sondern dass pauschal gesagt wird, Diagnose, Niere, so, dann kriegt ihr, weiß ich jetzt nicht, wie viel Geld, aber dass man überhaupt keinen Spielraum hat, dort auch auf Menschen einzugehen und auf das tatsächliche Bedürfnis. Und jeder, der schon mal krank war, weiß, im Grunde genommen so wie jetzt bei der Impfung. Jeder Mensch reagiert anders. Der eine ist hinterher 3 Tage krank und liegt im Bett und der nächste springt wieder hoch. Das kann man nicht in so ein starres Fallpauschalensystem pressen. Das waren alles Fehler. Und an der Stelle sage ich ganz klar, wir müssen mehr auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen. Und sollte es notwendig sein und sollte es nicht funktionieren, dann müssen wir im Zweifel über die landeseigene Gesellschaft, die Salus, an der Stelle auch über Rückkauf nachdenken. Also, Sie kommen aus Dessau, dort gibt es ein städtisches Krankenhaus. Sie würden sagen, das ist das Modell, was wir eigentlich bräuchten, aber Sie sagen jetzt nicht, das wollen wir überall, sondern Sie haben es vorsichtig formuliert, sollten wir es nötig haben. Genau, Wann also ist der die. Moment gekommen, wo ein Ankauf von Krankenhäusern Wenn es nicht in mehr Frage kommt? funktioniert, Wenn also was nicht mehr funktioniert, genau. wenn wir eine Situation haben, wie wir sie beispielsweise in Teilen im Harz hatten, das ist ja kein Geheimnis, dass aus wirtschaftlichen Gründen Stationen abgemeldet werden, dass aus wirtschaftlichen Gründen die Notaufnahme abgemeldet wird, dass sie also nicht mehr zur Verfügung steht, damit auch jeder weiß, was passiert, dann ist das System definitiv kollabiert und dann ist das nicht mehr aushaltbar. Ich will aber auch zur Ehrlichkeit halber sagen, wir haben im Moment noch 47 Krankenhausstandorte oder 47 Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch sehr deutlich zu sagen, dass wir die nicht alle in der jetzigen Form auf Dauer werden erhalten können. Schon aufgrund der Wegebeziehungen in Sachsen-Anhalt, ländliche Räume, demografische Entwicklung. Und deswegen ist es mein großes Ziel, hier auch mit Ehrlichkeit in die Debatte zu gehen und alles dafür zu tun, dass wir die 47 Standorte als Standorte der gesundheitlichen Versorgung erhalten können. Wir haben da gerade eine ganz heftige Diskussion im Norden des Landes, also Nordosten, also Havelberg-Gettin, wo wir und auch die Grünen vor Ort sehr intensiv dafür kämpfen, dass wir dort eine sogenannte Portalklinik errichten können. Das kann man sich so vorstellen, dass dort Ärztinnen und Ärzte sind, die quasi die Funktion einer Notaufnahme erfüllen, die also den Menschen, die dorthin kommen und Rat und Hilfe suchen, entweder sagen können, das und das sind die Tipps, das ist die Medizin, sie können beruhigt wieder nach Hause gehen, wo es aber auch Betten gibt, wo man Menschen beobachten kann, wo man chirurgische Kleinsteingriffe vollziehen kann, wo man also Erst- und Notversorgung macht und
im Zweifel dann auch den Transport in ein größeres Krankenhaus also mehr vollziehen so eine Art kann. Sanitätsstation statt Richtung Das ist ein bisschen Krankenhaus. klein gesagt, aber vielleicht, wenn ältere Bürgerinnen und Bürger dabei sind, so eine Poliklinik mit einer angeschlossenen Krankenstation, so könnte man sich das auch vorstellen. Um eben sicherzustellen, und das ist ja ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn wir vorhin über Strukturwandel gesprochen haben oder über ländliche Räume, dass Menschen sagen, ja, ich wird da schon hinziehen, da ist es schön und man kann da leben und arbeiten und sowas. Aber gesundheitliche Versorgung muss schon sein, zumindest für diese Notfälle. Und das ist unsere Antwort darauf zu sagen, das ist ein wichtiger Standortvorteil, das ist ein Bedürfnis, was die Menschen zu Recht haben, aber das ist am Ende auch wirtschaftlich darstellbar. Und im Zweifel ist es mir dann ehrlich gesagt zu Anfangs auch egal, welche Trägerschaft. Aber wenn es so ist, wie wir es in einigen Teilen gesehen haben, dann muss man über Trägerwechsel nachdenken. Das bedeutet jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, in der nächsten Koalition, wenn die Grünen dabei sein sollten, werden sie darauf drängen, dass die Zahl von 47 Vollkrankenhäusern deutlich reduziert wird. Haben Sie eine Zahl? Ich werde da nicht darauf drängen. Ich werde darauf drängen, dass wir uns ehrlich diese Krankenhauslandschaft anschauen, dass wir genau reflektieren, wo ist es wirtschaftlich darstellbar und wo ist es jetzt schon in Schieflage. Das hat die Gesundheitsministerin versäumt? Oder was ja, ich glaube, dieser Krankenhausplan ist sehr im Status quo verhaftet und nimmt zu wenig in den Blick, wie sich die Dinge auf Dauer entwickeln. Es hat natürlich auch einen Link und da haben wir ja in dieser Koalition auch ein gutes Beispiel geliefert, wie man da argumentieren kann und wie man agieren kann. Dass wir nämlich tatsächlich in Gemeinsamkeit uns im Bundesrat dafür stark machen, haben da auch eine Initiative mit drei anderen Bundesländern auf den Weg gebracht, dass nämlich in diesem Fall die Kinderstationen anders finanziert werden. Weil es gibt Bereiche, die noch weniger in das Fallpauschalensystem passen, als das System ohnehin passt. Ich will sagen, also so ein Kind, das braucht einfach mehr Pflege, das braucht auch eine Betreuung, eine Begleitung, wenn es im Krankenhaus ist etc. Das muss aus diesem Fallpauschalensystem raus, genauso wie Geburtshilfe oder Notaufnahme. Das ist allerdings keine Landesentscheidung. Deswegen sind wir dort den Weg über den Bundesrat gegangen. Das ist ja im Zweifel dann immer ja sozusagen der schlechtere, weil besser ist, wenn das im Bundestag direkt für das gesamte Bundesgebiet geregelt wird. Aber das ist dann immer der zweite Weg, den man als Bundesland gehen kann, wenn man etwas auf Bundesebene anschieben will. Ja, es kommen weiterhin Fragen rein. Also das Interesse ist groß an Ihnen. Wir haben die erste halbe Stunde hinter uns. Nehmen wir uns noch 10, 15 Minuten, wenn Sie so viel Zeit haben. Ich habe eine Frage bekommen, Kristall Rainer ist der Name, unter dem das abgeschickt worden ist. Können die Grünen in Sachsen-Anhalt ihre Wahlergebnisse von der letzten Landtagswahl verdoppeln? Können ist an der Stelle ein passendes Wort. Können kann man viel. Tatsächlich haben wir die letzten Umfragen zur Kenntnis nehmen können, dass die Ergebnisse verdoppelt waren. Da liegen wir ja tatsächlich im zweistelligen Bereich. Und wenn ich jetzt so im Land unterwegs bin, was ich immer bin, jetzt natürlich noch ein bisschen mehr als früher, merke ich, dass das Interesse an grünen Themen größer ist. Tatsächlich, das ist am Anfang habe ich auch gedacht, warum. Aber auch unter Corona jetzt haben schon viele Menschen mir auch E-Mails geschickt, dass sie die Zeit offensichtlich auch genutzt haben, um nochmal nachzudenken. Ja, wie lebe ich denn eigentlich? Wo kommt mein Essen her? Ist die Art und Weise, wie ich mein Kind beschulen lassen muss, das, was ich eigentlich wirklich will? Dass Großmütter sich Gedanken machen und sagen, hätte ich vielleicht doch irgendwie manches anders machen müssen? Hat mein Enkel noch irgendwie eine Zukunft haben? Also insofern bin ich frohen Mutes, dass sich immer mehr Menschen tatsächlich für diese Themen interessieren und uns zutrauen als Grüne, da tatsächlich auch handlungsfähig zu werden und für diese Themen so zu streiten, dass ich bei dem, was wir hier im Land tun können, natürlich dann im September ist nochmal Bundestagswahl, auch dort tatsächlich auch ein bisschen was ändert. Gut, jemand, der es nicht so gut mit Ihnen meint, der fragt, warum wird das Benzin immer teurer? Was ist Ihre Antwort? Das Benzin wird ja mal teurer und mal weniger teuer. Also das ist ja so volatil. Aber tatsächlich zeigt sich, dass Energie
ein immer wichtiger Faktor in der Haushaltsrechnung ist. Und das ist zusätzlich für mich eine Motivation, dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich, und wir sagen, das ist bis spätestens 2035 in Sachsen-Anhalt, bis spätestens 2045 im Bundesgebiet möglich, komplett klimaneutral wird, dass also kein CO2 mehr emittiert wird, und das heißt, dass wir auch bei Kraftstoffen auf erneuerbare Energien setzen. Also wäre es auch, ist es auch gut und richtig, wenn der Preis steigt? An der Stelle ja, damit sich auch immer mehr Menschen überlegen, was denn da tatsächlich passiert. Also in diesen Preis ist ja über lange Zeit, über Jahrzehnte nie eine wirkliche Preisehrlichkeit dargestellt worden. Also was sind die Folgekosten? Jetzt haben wir erstmals die Situation, dass über den CO2-Preis auch nochmal deutlich gemacht wird, was in diesem Benzinpreis, der sich ja aus ganz, ganz vielen Komponenten zusammensetzt, auch an dieser Stelle mit zu beachten ist. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das schaffen mit den 100% erneuerbaren Energien, mit intelligenten Speichersystemen, und die sind, weil die Frage kommt sonst garantiert, vielleicht darf ich die Antwort gleich vorwegnehmen, die sind auch jetzt schon zu 90% recycelbar. In der Schweiz eröffnet jetzt Anfang nächsten Jahres die erste Recyclingfabrik, die 90% aller Komponenten aus Autobatterien wieder recycelt. Wir sind da auch schon ein Stückchen weg, und das ist ja das Gute, wenn jetzt ein klarer Ausstiegspfad ist, dass auch alle Forschungszentren, die großen Automobilunternehmen etc. auch ihre immensen Forschungsetats in diese Richtung positionieren, dass es nicht mehr Lithium-Ionen-Akkus oder Batterien sein müssen, sondern dass Eisen-Ionen-Akkus auch schon in Nutzung sind. Wasserstoff, vielleicht ist ja diese Orientierung auf Elektromobilität jetzt genau das Richtige, aber in 20 Jahren, und das wird ja jetzt gerade auch immer weiter erforscht, ganz andere Antriebssysteme am Start. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn das in Serie geht, wenn da ein ehrlicher Preis dargestellt wird, ist es auch erschwinglich. Und das muss es auch sein, denn es darf da keine sozialen Unterschiede und keine Ausschlüsse aufgrund von materieller Nicht-Leistungsfähigkeit geben für alle. Ja. Zu diesem Thema passt die nächste Frage von Thomas Blieg. Sie haben ja jetzt so ein Szenario entworfen, wo Batterien anders erzeugt werden als jetzt, aber er fragt, wie nach der Lage jetzt, er fragt, wie stehen Sie bei den erneuerbaren Energien dazu, zur Entsorgung der verbrauchten Akkupacks von den Elektrofahrzeugen? Also Recycling, Kreislaufwirtschaft ist da das oberste Stichwort. Und ich habe gerade eben ausgeführt, dass es da also wirklich schon wunderbare Innovationen gibt. 90% habe ich nachgelesen, ist dort möglich. Und genau das ist auch der Weg, den wir gehen müssen. Kreislaufwirtschaft. Ist vielleicht der richtige Moment, um über Verkehr nochmal zu sprechen. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm die Forderung, dass Radverkehr Vorrang hat. Also das ist ein Umweltverbund, also Fahrradfahren, auch ÖPNV, das alles soll gesetzlich Vorrang haben. Was hat das konkret dann für Folgen? Worauf müssen sich die Leute da einrichten? Ganz kurz, also der Umweltverbund, falls das nicht alle wissen, das ist das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren und das ÖPNV-Nutzen, weil man muss ja eine komplette Wegekette haben, ne? Also dieses nur Fahrradfahren, das ist natürlich irgendwie Quatsch und absurd, das ist ja auch nicht für jeden was, und es ist auch nicht, ich war gerade gestern oder vorgestern im Harz, das ist natürlich auch nicht für jede Gegend was. So, aber wir sagen tatsächlich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist von CDU-Verkehrsministern hier im Land und von CSU-Verkehrsministern im Bund sehr einseitig und sehr deutlich auf das Auto gesetzt worden. Und das ist ein Fehler, denn es ist aus klimaschutztechnischen Gründen ein Fehler, und es ist aber auch aus Bequemlichkeitsgründen ein Fehler. Jeder, der Pendler ist und jeden Tag alleine im Auto fährt, wird möglicherweise nachvollziehen können. Also ich bin seit 2001 Pendlerin, von Dessau nach Magdeburg zu unterschiedlichen Arbeitsstellen. Und ich habe das dann irgendwann aufgegeben und bin tatsächlich immer mit dem Zug gefahren, weil das Lebenszeit ist, in der ich etwas anderes tun kann. Und das ist was ich mir für jeden in diesem Land wünsche. Aber Sie haben es freiwillig entschieden und jetzt wollen Sie ja einen Schalter umlegen. Genau, ich will den Schalter umlegen, damit auch andere Menschen sich so freiwillig entscheiden können. Denn ich kann total verstehen, wenn ich in der Altmark wohne, und ich erzähle immer wieder gerne das Beispiel von dem Menschen, der mir eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, ich wohne
im Dorf, will ich jetzt nicht sagen. So, und das kann aber jeder sich vorstellen. Ich habe ein Auto, damit ich zur Arbeit komme. Meine Frau hat ein Auto, damit sie zur Arbeit kommt. Jetzt muss ich noch ein drittes Auto für meinen Sohn kaufen, weil der kommt nämlich sonst nicht zu seiner Berufsschule. Das ist doch Mist. Warum muss jemand so viel Raum okkupieren? Warum muss er drei Autos haben müssen, die er ganz offensichtlich nicht haben will, weil er mir auch gleich vorgerechnet hat, was so ein Auto da alles kostet? Bei sich selber, weil ich bin, Sie hatten es erwähnt, aus Dessau, das ist auch ländlicher Raum, also bestimmte Dinge, bestimmte Wege in so einem Flächenland kriegt man da auch nicht hin ohne Auto. So, und da möchte ich eine Situation haben, dass so ein Mensch sagen kann, okay, wir haben ein Auto, aber wir können für bestimmte Wege auch andere Verkehrsmittel nutzen. Also Sie wollen Investitionen, Sie wollen Geld umlenken in umweltfreundlichen Verkehr. Das muss man ehrlicherweise sagen, wenn das man dem einen mehr gibt, zum Beispiel. Muss man dem anderen etwas weniger. Also man kann das Ding, man kann den Euro nicht zweimal ausgeben, das ist klar. Wir wollen da umlenken, damit Menschen Wahlmöglichkeiten haben. Und im Moment ist es in diesem Land für viele Menschen nicht möglich, zu wählen zwischen Verkehrsträgern. Eine Frage zum Thema Digitalisierung. Sabrina Ciccioni nochmal. Auch da kam gerade durch das pandemiebedingte Homeschooling und Homeoffice große Schwächen zutage. Wie ist Ihr Plan, um das zu verbessern? Das Ministerium wird von Marco Tullner von der CDU geführt. Sie hätten es, glaube ich, lieber gehabt selber, aber hatten es nicht. Also die Grünen wollten, waren, glaube ich, schon interessiert. Nee, wir hatten schon eine klare Fokussierung auf Umwelt und Klimaschutz. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, das sind ja zwei Sachen, die dahinter stecken. Also das ist die Ausstattung der Schulen, Anschluss an schnelles Internet und Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Da sind wir tatsächlich hinten dran. Das hat nicht nur was mit Corona zu tun, sondern die Bundesförderung gab es ja auch schon vorher. Und die ist in Sachsen-Anhalt nicht abgeflossen. Und das ist was, was absolut zu kritisieren ist. Das Zweite ist, dass wir ja eine Situation haben, und das ist wirklich schlecht, und das ist für viele Gegenden inzwischen auch ein wirtschaftlicher Standortnachteil, dass wir nicht in allen Gegenden dieses Landes tatsächlich auch auf schnelles Internet zurückgreifen können, diese berühmten grauen Flecken. Ich glaube, das meinte die Nutzerin. Jetzt will sie wissen, was sie anders machen können. Wir haben es in dieser Legislatur immerhin geschafft, und wir sind ja, aber darauf will ich mich nicht zurückziehen, als Grüne gar nicht für die Digitalisierung zuständig, sondern da gibt es ein Ministerium, was das sogar am Namen trägt. Wir haben es aber auf Grüne Initiative, das will ich gern für mich in Anspruch nehmen, geschafft, hier jetzt tatsächlich eine sogenannte Gigabit-Strategie auf den Weg zu bringen. Das heißt, dass wir sehr klar sagen in diesem Land, wir setzen auf Glasfaseranschlüsse, weil das garantiert sowohl für Privatleute als auch für Schulen, als auch für Wirtschaft, dass wir das schnelle Internet, so wie wir es im 21. Jahrhundert zur Verfügung haben müssen, zur Verfügung stellen müssen, auch bekommen. Und jetzt müssen wir tatsächlich in Umsetzung gehen. Ich weiß, dass es Gegenden in diesem Land gibt, wo wir da noch hinten dran sind. Die Altmark ist ein schönes Beispiel, wo man über einen Zweckverband sich quasi selber hilft. Sowas können wir von Landesseite unterstützen. Wir müssen dieses Land mit Glasfaserkabeln durchziehen. Das ist die Zielstellung. Auch etwas, was viel Geld kostet? Aber das ist Geld, was wir, also das ist eine tatsächliche Innovation in die Zukunft. Denn sagen Sie mir einen Lebensbereich, wo man heutzutage kein Internet mehr braucht. Ne? Also inzwischen ist es ja so, wenn wir demnächst mit der Luca-App in Gaststätten gehen wollen, da fängt es doch schon an. Ne? Also vom ganz Privaten bis dahin, dass mir, ich war jetzt bei einem Antragsteller, der hat ein Forschungsvorhaben eingeworben, hat schon die vorläufige Zusage vom Bundesforschungsministerium und muss jetzt die Planungsunterlagen abgeben. Ausgedruckt sind es drei Aktenordner, aber er ist nicht in der Lage, das von seinem Standort aus irgendwie digital wegzuschicken. Das geht doch nicht. Ja, also Problem offenbar erkannt. Wir kommen langsam zum Ende. Ich sehe hier noch zwei Fragen, die eingegangen sind, die ich gerne noch vortragen würde, weiterreichen würde an Sie. Also das eine ist ehrlich gesagt keine Frage, es ist, glaube ich, eine mit mehreren bösen Smileys garnierte Botschaft, wo sich jemand ärgert. Thorsten Schöne schreibt, Thema Digitalisierung, seit 16 Jahren wird darüber geredet und nichts passiert. Auch die letzten 5 Jahre nach Ihrer eigenen Einschätzung, also zu wenig passiert. Ja. Sie widersprechen da nicht? Nein,
Das ist peinlich und wie gesagt, ich will mich da auch gar nicht rausreden. Wir sind Teil dieser Landesregierung. Wir können da treiben an der Stelle. Das muss offensichtlich noch sehr, sehr viel deutlicher in den nächsten Koalitionsvertrag geschrieben werden. Nicht nur als so schöne Absichtserklärung, sondern sehr klar auch mit zeitlichen Horizonten. Und vielleicht kann ich an der Stelle noch einfügen, aus Analyse dessen, was eben in den unterschiedlichen Bereichen, und wir brauchen überall Digitalisierung, haben wir gesagt, wir brauchen ein eigenständiges Ministerium dafür. So wie wir in der letzten Legislaturperiode gesagt haben, was zugegebenermaßen unter Herrn Tullner nicht so gut funktioniert hat, aber die Idee war, finde ich, immer noch gut, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein eigenständiges Bildungsministerium, weil wir im Bereich Bildung so viele Defizite haben, dass da wirklich jemand sich vollumfänglich auf diese Aufgabe Wir haben noch konzentriert. ein Bildungsministerium, das hat noch ein bisschen Da hat's Religion dazu, aber Wie ansonsten. gesagt, nicht, ich sage ja, das ist dieses Beispiel, das ist, wie ich finde, die Theorie gut war. Ein Ministerium, was sich vollumfänglich darauf konzentriert, das hat nicht so mit der Umsetzung geklappt unter Herrn Tullner. Aber ich will das gerne mit der Digitalisierung versuchen, hier auch nochmal so einen Fokus und eine klare Verantwortlichkeit für diesen Bereich zu installieren. Ja, und dann nochmal offenbar eine Reaktion auf Ihr Plädoyer für umweltfreundlichen Verkehr. Eine Nachricht von Astrid Hirscher, die ich gern vorlesen möchte. Viele leben in kleinen Dörfern und Städten und sind ohne Auto nicht mobil, da es keine Arbeit in der Nähe gibt. Wie soll das abgeändert werden? Es kann sich auf längere Sicht, können sich die wenigsten ein E-Auto leisten und keiner fährt mit dem Fahrrad 50 Kilometer und mehr. Und es gibt auch nicht überall Bahn und Bus. Also da, sie möchte offensichtlich nochmal ein bisschen konkreter, wie sie aus ihrem Dorf nach ihren Vorstellungen wegkommt. Also ich kann sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich 50 Kilometer Fahrrad fahre, ist das für mich wirklich schon Urlaub, also viel Zeit. Also das kann ich verstehen. Das würde ich auf keinen Fall im Alltagsradverkehr für mich in Anspruch nehmen. Aber mal ernsthaft gesagt, also wir sagen, es braucht erstmal eine sehr klare Zielstellung. Wir haben uns vorgenommen, wir nennen es grüne Mobilitätsgarantie, dass die Orte unter 1000 Einwohner in den Hauptverkehrszeiten zwischen 5 und 22 Uhr alle 2 Stunden mit einem öffentlich geförderten Mobilitätsangebot angefahren werden und die Orte über 1000 Einwohner einmal die Stunde. Das heißt nicht, dass da überall jetzt ein Nahverkehrszug hält oder dass da so ein großer Bus langrauscht und anhält, sondern dass es einen Mix aus unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Wir wollen ja auf Bundesebene auch das Personenbeförderungsgesetz ändern, dass Taxifahrten flexibler sind. Wir wollen freefloatendes Car, also Carsharing, was nicht stationsgebunden ist. Und da aus diesem ganzen Mix wollen wir, dass 2 Stunden jede Stunde so ein Angebot da vonstatten geht. Und das wird ein bisschen dauern, das weiß ich. Und bis dahin bin ich fest davon überzeugt, werden auch E-Autos tatsächlich, also Individualmobilität, ein Mittel der Wahl sein. Das ist mir klar, in so einem Flächenland kann man nicht an allen Stellen auf das Auto verzichten. Aber ich bin fest davon überzeugt, und wenn man sich mal genau anguckt, wie sich das in den letzten 3 Jahren entwickelt hat, dass diese Autos keine Frage, dass ich kann es mir nicht mehr leisten sein werden. Wir haben jetzt schon die Situation, und das ist, glaube ich, auch ein Trend. Ich selber habe auch kein Auto gekauft, das letzte, sondern habe ein Leasingangebot genutzt, was ich alle halbe Jahre auch kündigen kann. Also das ist sehr viel flexibler geworden, die Raten sind sehr viel niedriger geworden. Und das ist was man sehr unterstützen muss, denn es kann nicht sein, dass die Menschen, die in ländlichen Räumen leben, und das ist ja was wir auch unterstützen wollen, dass dort weiterhin Menschen leben, dass sie eben aufgrund von Mobilität von bestimmten Dingen ausgeschlossen sind. Da ist der Arbeitsplatz das eine, aber es geht ja dann auch mal um Sport oder Kultur oder ähnliches. Ja, das war die letzte Frage, die wir heute gestellt haben. Vielen Dank, dass Sie bereit waren, die Fragen zu beantworten, Frau Sehr gerne. Lüdemann. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Morgen geht es weiter hier in unserem Programm, wieder um 17 Uhr, dann mit meinem Kollegen Jan Schumann. Er hat morgen die Spitzenkandidatin der Linken zu Gast, Eva von Angern. 17 Uhr geht's los und auch morgen können Sie wieder Fragen stellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allen einen schönen Abend und Ihnen einen guten Heimweg. Dankeschön, tschüss.